Jesus, diesmal zur Linken. Reumütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Ist das eine Tür? Sieht wie eine Tür aus. Ich weiß aber nicht, wie man sie öffnet. Was sind das für Sternsymbole? Lampe. Hey, Smokey, ich brauch mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Oh. Oh, das ist doch mal was. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Wollen wir doch mal sehen. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Oh, das gefällt mir. Hey, na bitte. Binde die Punkte. Das sieht gut aus. Nathan, geschafft. Du hast es. Sieht wie ein Sternbild aus. Ja, die Waage. Die Waage der Justitia. Eine interessante Wahl für ein paar Piraten. Okay, probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falscher Schatz. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber da siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Wraith. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten.
ist. Die haben das Tor da oben geöffnet. Aber gut, da müssen wir durch. Okay, mir nach. Jemand was vom Spätrupp auf dem Berg gehört? Nichts. Meinst du, wir haben Besuch? Schön wär's. Der Sturm hat die Funkgeräte zerstört. Die sind quasi nutzlos. Wenn ich bald was von denen hören, sehe ich nach. Unfassbar, dass er überlebt hat. Sie hat ihn wohl aus einem Fenster im fünften Stock geworfen. Verdammt, das war knapp. Er hat überlebt. Er sollte drei Kreuze machen. Die Auktion war voll bewacht. Nicht von Shoreline. Nicht von unseren Jungs. Ich sage ja nur, wir sollten die Kerle nicht unterschätzen. Aber wir sollten sie auch nicht übermäßig fürchten. Hier drüben liegt einer. Wir sind nicht alleine. Wir haben sie! Mach sie nicht! Nagel ihn fest! Thank you.
Okay, wir sind sicher. Hätte besser laufen können. Hey, wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Okay, bereit? Ja. Okay, los! Dir? Toll. Ich hatte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie. Was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Ding. Ja, das war cool. Direkt unterm Hochkreuz. Da will Avery uns sehen. Tja, was Avery will, bekommt er auch. Junge, wie sieht's bei dir aus? Hey, Sully. Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich. Patrouille voraus. Ich höre sie. Hier ist ganz schön was los. Gerade du solltest die Auszeit genießen. Niemand von uns will noch ein Porten. Diesen Klang kann man wohl nicht entkommen. Ja, und näher an der Kathedrale werden es noch mehr. Na los, komm, ich helfe dir hoch. Okay. Ach Mist, ich bin zu weit oben. Ja, warte kurz. Ich warte. Mal sehen, was das bei dem Holzding da ist. Hey, ich hab was. Na, also, Mann, ist das Ding schwer. Was genau wird das denn? Ein Weg. Nach oben, der sogar dein Gewicht aushält. Ah, danke. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Ah, um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Ugh!
dann können wir hochklettern. Schon unterwegs. Ist das kalt? Hier lang. Verstehe. Echt cool. Danke. Okay, vielleicht keine so gute Idee. Heilige Scheiße. Achtung! Das war unglaublich. Spar dir deine Kraft, okay? Wir sind noch nicht fertig. Ich folg dir schon. Hoffentlich hält's. Sagst du das? Okay, los geht's. Verdammt! Bist du okay? Ja. Was habe ich gesagt? Ja. Okay, warte. Mal sehen, ob da noch ein... Shit! Sam! Von hier aus komme ich nicht zu dir. Ich fühle meine Hände nicht mehr. Ich glaube, in der Zeit in Panama hat sich mein Leben verdünnt. Keine Sorge. Im schlimmsten Fall verlierst du ein paar Finger. Warte, ich helfe dir hoch. Komm schon. Wenn du mich nicht hättest, hm? Ich wäre zu Hause. Heißen Kakao. Wie alt bist du? 5? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Naja, schon. Ganz genau. Hey, immer. Na los.
nähern uns Rafe. Ich weiß. Ich bin eben Warmblüter, ihr Reptilien. Hey, Vorsicht! Die könnte nach der Explosion instabil sein. Wer geht denn mit Dynamit? Söldner. Aber Rafe weiß es eigentlich besser. Hey, Sam, hilf mir mal. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. Siehst du? Kein Problem. Ja, endlich mal. Stabil? Stabil genug. Hey, sei bei denen super vorsichtig. Okay, alles gut. Alles gut. Jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lasse für euch das Licht an. Okay, ich melde. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Ja, bitte. Diese Schorleinschweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Komm, hier durch. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstückt.
Gruselige Dismas-Statuen? Na klar. Steinstufen, na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Oh, ist das eine Tür? Sieht ganz danach aus. Hier, sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand? Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Hallo, hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Tu? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Tu starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Tus Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage.